Liebe Fassfreunde, es ist Zeit für einen neuen Videoblog und das vor zwei ganz wichtigen Auswärtsspielen für den Akademikern. Zuerst in Erfurt und danach in Chemnitz. Neben mir steht ein Mann, der richtig gut drauf ist zurzeit, und das ist Christian Lez. Lezi, dein erste Saison seit deiner Rückkehr und du spielst in einer, was ich nenne, the Life's Good Reihe, die LG-Reihe mit Ludwig, deiner Wenigkeit und mit Christian Gries. Alle drei haben sensationell gepunktet in den ersten vier Spielen. Wie kommt das? Ja, es macht einfach Spaß. Wir arbeiten alle hart füreinander und dann kommt es von alleine. Ich meine, denn hast du, als du noch bei Fass warst, hast du mit Gries oder Ludwig gespielt in einer Reihe? Eigentlich eine zusammengewürfelte Reihe. Ja, ab und zu mal, aber nicht regelmäßig. Also. Lass uns denn über diese zwei Spiele reden. Zuerst in Erfurt. Da ist eine Mannschaft, der eigentlich nicht Letzte sein sollte in der Liga. Die haben einen sehr, sehr guten Kader. Irgendwann mal wird er dann bei dem brechen. Hoffentlich nicht am Freitag gegen uns. Ja, also die haben es auf jeden Fall nicht verdient, da unten zu stehen. Aber wir wissen, in Erfurt ist es immer schwer mit den Fans, mit der Halle. Es wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Und am Sonntag Chemnitz. Das ist eine Mannschaft, der Licht und Schatten hat in dieser Saison. Wenn die Vorderlizenzspieler da sind, die Chemnitzer Wild Boys spielen gut. Wenn die nicht da sind, gibt es normalerweise eine heftige Niederlage. Was können wir uns denn da ausrechnen? Na, ich denke mal, wir sollten auf jeden Fall auf Sieg spielen, wie immer. Aber ich denke mal, wenn die Vorderlizenzspieler dabei sind, wir haben auch genug. Also wir können jeden schlagen. Man hat gesehen über die Woche, dass die Stimmung gut war in der Mannschaft. Ist diese eher enttäuschende, bittere Penalty-Niederlage gegen Halle von letzten Sonntag endgültig verdaut, Mund abgewischt und weiter geht's? Ja, ist ja immer so bei einer Niederlage. Weitermachen. Ich meine, wir haben gut gespielt und uns den Punkt mehr als verdient. Eigentlich mehr verdient noch. Aber naja, weiter geht's. Okay, wir wünschen euch allen eine sehr erfolgreiche Auswärtswochenende in Erfurt und auch danach in Chemnitz. Vielen Dank, Christian Lez. Und tu mir Gefallen and stay life's good. Denn zurzeit, du punktest regelmäßig 4 Punkte bereits in 4 Spielen. Sensationell. Entscheidet ja der Trainer. Ja, entscheidet nur der Trainer. Das war's, liebe Fassfreunde. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.